aber selbstverständlich. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Seht nur, arme Kerle. Das geht wirklich zu weit. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Schon gut. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Dunkle Brut, ein Fest! Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst?
Aber selbstverständlich. Einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger am Nacken sitzen müsst. Aber selbstverständlich. So, so. Was haben wir denn hier? Seid ihr vielleicht ein Geier? Ein Aasfresser, der an einer Leiche herumpickt, obwohl die Knochen schon längst blank sind? Oder nur ein Eindringling auf der Suche nach leichter Beute hier in meiner Wildnis voller dunkler Brut? Nun, was seid ihr? Plünderer oder Eindringling? Es ist kein Turm mehr. Die Wildnis beansprucht seine verrottete Leiche nun für sich. Ich beobachte euer Vorankommen seit einer Weile. Wohin gehen sie, fragte ich mich. Weshalb sind sie hier? Und jetzt? Stört ihr Überreste, die lange unangetastet waren? Weshalb? Antwortet ihr nicht, sie sieht aus wie eine Chasind und das heißt, in der Nähe sind wohl noch mehr. Fürchtet ihr einen Überfall der Barbaren? Ja, Überfall. Ganz schlecht. Sie ist eine Hexe der Wildnis. Sie verwandelt uns in Kröten. Sagen und Legenden, Lügen und Einbildung. Könnt ihr nicht selber denken? Ihr da, Zwergen, ihr habt keine Hexe zu fürchten. Sagt mir euren Namen, dann tue ich das Nämliche. Lasst uns zivilisiert sein. Ein wahrhaft wohlgesitteter Gruß, und das mitten in der Wildnis. Ihr könnt mich Morrigan nennen. Soll ich raten, weshalb ihr hier seid? Ihr suchtet etwas in jener Truhe, aber es ist nicht mehr hier. Nicht mehr hier? Ihr habt sie gestohlen. Durchtriebene Hexe. Böse Diebin. Welch Wortgewalt. Wie bestiehlt man eigentlich Tote? Ohne Probleme, möchte ich meinen. Diese Dokumente gehören den Grauen Wächtern und ihr solltet sie zurückgeben. Das werde ich nicht, denn ich habe sie nicht genommen. Und die Erwähnung eines Namens, der hier keine Bedeutung hat, schreckt mich auch nicht. Es war meine Mutter. Eine vernünftige Frage. Ihr gefällt mir. Ich wäre vorsichtig. Erst heißt's, ihr gefällt mir. Aber dann, zack, Frosch.
Sie stopft uns alle in den Kochtopf. Wartet's nur ab! Wenn es dort wärmer ist als in diesem Wald, wäre das durchaus angenehm. So folgt mir denn, wenn ihr möchtet. Grüße, Mutter. Ich bringe dir 4 graue Wächter, die... Ich sehe sie, Mädchen. Ganz wie erwartet. Sollen wir etwa glauben, dass ihr uns erwartet habt? Ihr sollt überhaupt nichts. Glauben schon gar nicht. Wer seine Augen verschließt oder die Arme weit öffnet, kann nur ein Narr sein. Sie ist eine Hexe, ich weiß es. Wir sollten gar nicht mit ihr reden. Still, David. Wenn sie wirklich eine Hexe ist, wollt ihr sie doch nicht erzürnen. Ihr seid ein schlauer Knabe. Traurigerweise habe ich im großen Zusammenspiel der Welt nichts zu entscheiden. Glaubt, was ihr wollt. Und was ist mit euch? Vertritt euer Zwergenverstand eine andere Ansicht? Was glaubt ihr? Wenn ihr so vehement protestiert, muss ich wohl gar nicht fragen. Vieles an euch ist unklar. Und dennoch glaube ich. Wirklich? Ja, sieht ganz so aus. Das ist also eine der gefürchteten Hexen der Wildnis? Hexen der Wildnis, hm? Das muss Morrigan euch erzählt haben. Sie liebt solche Geschichten, auch wenn sie es nicht zugibt. Oh, wie sie im Mondschein tanzt. Sie sind nicht wegen deiner wilden Geschichten hier, Mutter. Richtig, sondern wegen ihrer Verträge, stimmt's? Und bevor ihr schimpft, euer Siegel war schon kaputt. Ich habe sie gehütet. Ihr... Oh, ihr habt sie gehütet? Warum denn nicht? Bringt sie euren grauen Wächtern und sagt ihnen, dass diese Verderbnis größer ist, als sie glauben. Welch Manieren! Stets da, wo man sie nicht erwartet. Genau wie Strümpfe. Oh, beachtet mich gar nicht. Ihr habt, was ihr wolltet. Also dann, Zeit zu gehen. Sei nicht albern, Mädchen. Das sind deine Gäste. Oh, also gut. Ich führe euch aus dem Wald heraus. Folgt mir.